Hallo, Feuerstein. Hallo, Fotzibärler. Du bist heute so aufgekratzt. Was hast du denn gemacht? Ich war angeln. Du, das sieht man nicht nur, das riecht man auch. Ehrlich, Feuerstein? Wie meinst du das? Fotzibär, du riechst nach Fisch, der ganze Bär. Der ganze Bär riecht nach Fisch? Ich merke überhaupt nicht. Tja, Fotzibär, das ist so der Haken beim Angeln. Selber merkt man das nicht. Ehrlich? Das ist mir aber peinlich, wenn der Bär nach Fisch riecht. Da gehe ich gar nicht mehr angeln. Oh, Fotzibär, so schlimm ist das gar nicht. Ein bisschen Fischgeruch, das gehört mal dazu. Das haben alle Bären hinterher. Wichtig ist nur, dass du den Geruch wieder loswirst. Ja. Ehrlich? Ehrlich, Fotzibär. Und deshalb merke dir, wenn du wieder mal Lust hast auf Angeln, nimm immer ein Stück Seife mit für hinterher. Ich verspreche dir, Feuerstein, das vergesse ich nie mehr. Ische, mische, Fischgeruch, ist des Fotzi-Bärenfluch. Wer zur Angel greift, den Bär danach einseift. Hey! Kindergedanken von Hänschen Klein. Neulich sind dem Opa beim Essen die Zähne in die Suppe gefallen. Als ich lachen musste, hat der Opa gesagt. Da musste ich noch viel mehr lachen. Aber dann hat mir Mutti gesagt, was der Opa gesagt hat, nämlich, dass auch mir bald die Zähne in die Suppe fallen werden, wenn ich weiterhin so viel Schokolade fresse. Da habe ich geheult. Denn ich will ganz tolle Zähne haben, damit ich auch dann noch, wenn ich so alt bin wie Opa, meine Schwester in den Arsch beißen kann. Sie sahen Kindergedanken von Hänschen Klein. So, wir haben es rechtzeitig geschafft, Feuerstein. Ja, wie du dich immer so verwandelst von einem Bär in einen Menschen, habe ich. Schnell, ja. Schön. War ist heute das überhaupt so die Hektik drin? Wie fandst du eigentlich, dass David Sanborn live gespielt hat? Wahnsinn, ne? Das war toll. Großartig. Live, meine Damen und Herren, David Sanborn live. Hast du jetzt gemerkt, wie ich noch mal einen Applaus rausgeholt habe durch eine Ansage, die ich vorhin vergessen habe? Nicht? Wenn ich gesagt hätte, David Sanborn spielt jetzt live, wäre das im ersten Applaus untergegangen. Aber ich habe es vergessen, jetzt sage ich noch mal, David Sanborn hat live gespielt. Zack, klatschen Sie noch mal. Ach, nein, jetzt nicht mehr. Ein Profi. Was ist ein Profi? Ach, ein Profi. Profi. P wie Polizei? Ja. Ach, komm, mach. Wir wären schon fast wieder zu spät gekommen, weil du immer nur trödelst. Ja? Ich film dich wieder. Ja. Zeig mal das, wo wir fast zu spät gekommen wären. Ja, heute waren wir fast zu spät gekommen. Das war aber deine Schuld, ne? Dass nein. Du das wieder. Doch, zeig du es. Nein, das war deine Schuld. Zeig es. Bitte, Thomas, Thomas, wir haben es gefilmt. Zeige es, wer es war. Er war schuld. Seine Schuld. Seine Schuld. Ich habe eine Schlüssel stecken lassen. Ich mach die Tür mit dem Draht auf. Geh vom Türgriff weg, damit ich aufmachen kann. Und jetzt? Ja? Ohne Draht hätte ich nicht geschafft. Soll ich mal was ganz Privates erzählen? Aber nicht von mir, bitte. Nein, von mir. Okay. Ich habe bei einem so schönen Sonntag wie heute Nachmittag, wenn ich irgendwo im Wald spazieren gehe, was, ich traue mich nicht mehr, wenn mich ein menschliches Bedürfnis überkommt, am Waldrand über eine Pflanze zu pinkeln, aus Angst, es ist Franz Beckenbauer. Das ist wirklich, nachdem ich das hier gelesen habe, Franz Beckenbauer war eine Pflanze. Er will eine Frau werden, er will Kinder, ja. Er macht sich seine Nationalmannschaft in Zukunft selber. Ich muss einmal bei Beckenbauer anrufen, ob es wirklich stimmt. Gut, dass ich nur mit dem Kopf habe. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Franz Beckenbauer. Im Moment bin ich eine Pflanze.
was ich bin, wenn Sie wieder anrufen. Schauen wir mal. Ja, Wahnsinn. Für alle, denen Naturschutz gleichermaßen am Herzen liegt wie gutes Essen, meine Damen und Herren. War toll übrigens, kam auch an, dieser Witz mit dem zu spät gekommen. Ja, nicht mit dem Mann-Dings. Ja, aber es war deine Schuld, ne? Ja, aber es war aber deine Schuld. Das finde ich das Tolle, wie du so Manta... Witze auf Sketchformat umschreibst. Das ist du bitte, das war der Wolfgang. Ne? Nein, das war nicht ich. Das, ne? Ist echt, ja, das war klasse. Ja. Nee, das hier ist für Sie Comtessa Gunilla, meine Damen und Herren. Comtessa Gunilla bittet zu Tisch. Heute Adel und Natur. Guten Abend. Immer wieder wird behauptet, Adel und Natur, das passt nicht zusammen. Das ist böse. Der Adel hat umgedacht. Früher trugen wir Robbenfelle, heute nur noch Nerz. Früher haben wir einmal im Monat neue Mahagonimöbel gekauft, heute nur noch alle 30 Tage. Und auch unsere Schildkröten, sie kommen nur noch in die Suppe, wenn wirklich alles aufgegessen wird. Mahlzeit. Sie sahen, Comtessa Gunilla bitte zu Tisch. Sehr, meine Damen und Herren, jetzt Gäste aus Hollywood für Sie ankündigen zu dürfen. Unsere ersten Talkgäste heute Abend, Prominenz und Ladies and Gentlemen from Hollywood, Miss Jaja Gabor and His Highness the Prince of Anhalt. That's wonderful. Have a seat. Hallo. Was willst du denn? Nix. War das ein Empfang, der standesgemäß war? Was hast du gesagt? Was it a welcome that was right for L.A.? Das war wunderschön. Das war wunderschön. Darf ich ein... Das ist wunderschön, deine Frau. Ich habe dich gesehen. Ja, gerade eben. Eine Minute früher. Just... Comtessa Gunilla, wir haben das Mikrofon hier, denn das Mikrofon war hier nicht mehr unterzubringen. Nehmen Sie das? Na natürlich, du wirst mich ja hören. Schön halten, nicht, dass das Mikro hängt. Darf ich mit einem Kompliment anfangen? Ja, bitte schön, immer gerne. Wie schafft man es so spät, kurz nach 22:30 Uhr abends, so fantastisch aus, diese Haare? Na, ich habe einen wunderbaren Friseur, der sitzt da irgendwo, Mr. Frank, der kommt von Dortmund. Von Dortmund? Dortmund? Frank aus Dortmund. Hallo, Frank aus Dortmund. Der Friseur von Jaja Gabor. Hallo. Ja, ja, ja. Ein Riesenapplaus für Frank. Danke, Frank. Ja. Wie fühlst du dich in Deutschland? Ich liebe Deutschland. Jetzt sind wir schon da 3 Wochen, haben 6 gute Show gemacht, eine furchtbare Show gemacht und jetzt machen deine Show. Das ja. Wird aber gut sein. Welche war die furchtbare? Das war in München. Och, ein Verrückter. Worum ging es da? Was war das? Lindlau oder wer? Er war sein Mann, der hat sich angezogen wie eine Frau, hat sich benommen wie nicht dein Mann und nicht deine Frau. Blöd. Auf welcher Sender war das? Klingt ja grässlich. Keine Ahnung. Ja. Welche Sender? Die Geiltalerin, die Geiltalerin. Ach, die das war nichts, ne? Das war erst blöd. Ich meine, die Presse reagiert ja sehr, sehr heftig. Nach dem Auftritt bei Bio und so weiter, da wurde ja sehr streng in der Presse geschrieben, die Geschichte, dass der Pudel gestorben ist an Krebs, das wurde sehr... Pudel, das war ein Shih Tzu. Ich liebe ja Tiere sehr. Ich habe 8 Hunde und 16 Pferde. Hört sich aber komisch an, meine Stimme da. Das ist nur übers Mikro. Live klingt die toll. Na, hoffentlich, ja. Aber ja, ja. Live wird mich ja niemand hören. Doch, doch. Hier, das kommt sehr gut. Ist die Presse hier bei uns härter als in Amerika? Ich lese ja nicht in Amerika, nur hier, was man über mich schreibt. Wenn ich das lesen möchte, möchte ich mit mir nicht sprechen. Das ist völlig wurscht, was in der Presse geschrieben wird. Ganz, also total wurscht. Ja? Solange ich so viel arbeite und so viel Geld mache, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ja das Tolle an Amerika, da scheut man sich ja nicht, über Geld zu sprechen. Also reicht es denn? Naja, in Deutschland spricht man auch genug über Geld. Aber es ist so teuer in Deutschland. Ja? 2-mal so teuer wie in Amerika. Ach, jawohl. Was ist denn so teuer hier? Die Kleider, der Kaffee. In Amerika Kaffee kostet 10, 50 Cent. Da kostet... 10 Mark, ich glaube, ein Kaffee in ein Hotel. 10 Mark im Hotel? Ich weiß nicht genau. Warum wohnt ihr denn in so teuren? Na, wo willst du mir wohnen? Ja, weil die Studios keine Billion-Hotels zahlen, deshalb. Diese Jacke hier, auch neu? Auch ja, neu das aus ist München. Das ist sehr fesch.
Wo das gekauft? Wie heißt es das? München? München, in München. In ein wunderbares Geschäft, wunderbares Geschäft. Aber alles kostet bei 1000 Dollar, fängt es an. Die zahlen, die nehmen in München Dollar, ja? Nein, die nehmen Marks, aber man muss es umzählen. Wie ist das überhaupt so, wenn man jetzt liest, viele Deutsche gehen ja auch nach Amerika, um dort das große viel Glück billiger, zu machen. Viel billiger, viel zu leben. Ja. Haut das für alle hin, Tommy Gottschalk in Malibu, ist der Nachbar von euch? Nein, wir leben in Bel Air, wir sind Nachbar von Ronald Reagan. Hey. Aber der Tommy Gottschalk ist lieb, ich habe ihn ganz lieb. Ist ein Schatz. Ich weiß nicht, ob er Schatz ist, ich habe einen Hund, der heißt Schatzi. Aber ich weiß nicht, ob er Schatz ist, aber er ist sehr lieb und seine Frau ist auch lieb. Und wer sind die Nachbarn auf der anderen Seite in Bel Air? Die Elizabeth Taylor, mit der spreche ich nicht, das ist eine Bestie. Tatsächlich? Genau. Warum so, heißt sie jetzt eigentlich Frau Fortensky? Ich kann das gar nicht pronunzieren, das ist ja Polnisch, das ist ja nicht Ungarisch. Der Mann? Der Mann, ich kann seinen Namen nicht, ich will jetzt nicht lernen, die tut sie ja so offen, die ist noch schlimmer, wie ich bin. Ja? Was ist denn so grässlich an ihr? Nein, das ist nicht grässlich, sie ist nur eingebildet und liebt nicht Frauen, nicht liebe Frauen. Ja? Und wie sieht das aus, so Kach in Hollywood, schießt man gleich aufeinander oder erstmal Anwalt? Ich spreche nicht mehr, wir waren ja mit demselben Mann verheiratet einmal schon vor Jahren. Also, welcher war das? Der Hilton. Der Hotel Hilton? Ja, ich habe eine Tochter mit ihm. Ach, wo ist er eigentlich gestorben? In welchen Armen? Ich habe mal gelesen, Er ist ganz allein gestorben. Ich war da mit unserer Tochter. Und am Ende, mit all seinen Millionen, ist er ganz allein gestorben. Wenn du stirbst, stirbst du allein. Aber der ist ganz allein gestorben in das Hospital. Ich habe gelesen, sein letzter Satz soll gewesen sein, der Duschvorhang gehört in die Wanne. Ja. Ich kenne das. Das ist sein Leben. Ich weiß, das hat er gesagt. Er hat ja in Hotels gehabt. Aber das hat er nicht am letzten Mal. Der war deutsch, weißt du. Wer war vor ihm verheiratet, Sie oder Liz? Liz war verheiratet später. Und dann hat er sich nie wieder. Er war sehr katholisch, weißt du. Sehr religiös, ja. Prinz, wie ist das Leben mit Jaja? Wunderbar. Hat die Angst, etwas anderes zu sagen? Stehen Sie unter dem Cowboystiefel oder unter dem Pantoffel? Nein, das stimmt nicht. Nein, um Gottes, bist du verrückt, wenn ein Mann das macht, will ich ja nicht. Ich will nur einen starken Mann haben. Da gibt es keine Frau, die einen Mann will, der unter den Stiefel steht. Wirklich? Also nicht ich muss einen starken. Die Elizabeth Taylor liebt solche Männer, aber nicht ich. Aber ihr kriegt schon ab und zu auch mal richtig Krach. Oder darf er zum Beispiel, Sie schreiben ein Buch? Aha. Ja, habe ich gehört. Ja, ich bin dran, und aber die Verlage sind sich noch nicht so richtig einig. Also die haben alle ein bisschen Angst, das Buch zu nehmen, weil da sind ich habe auch Angst über das Buch. Prominente Köpfe drin. Welches Thema wird es sein? Es geht hauptsächlich in dem Buch um mich, aber dann sind doch ein paar Leute, die mit mir Dinge zusammen gemacht haben, die mit drin sind, und da sind schon einige prominente Leute, da bildet man so ein Kartell des Schweigens. Die wollen also nicht so richtig ran, ja. Ich habe ein Buch geschrieben, es ist jetzt ein Bestseller. Zufällig habe ich es hier. Zufällig? Vielleicht kann ich das gerade mal reinhalten. Das heißt im Grunde... Ein Leben ist nicht genug. Ein Leben ist nicht genug. Ein Leben ist Sie wollen nicht wiederkommen. Ich will nicht wiederkommen, aber dieses Leben möchte ich schon lang bleiben. Wer will schon wiederkommen? Wenn ich wiederkomme, will ich meinen... Einen Hund habe ich gehabt, den Genghis Khan, der hat das beste Leben in der Welt gehabt. Wenn ich schon zurückkomme, will ich wie er zurückkommen. Als Hund? Aber als mein Hund, nicht jemand anderen. Ja, das können Sie sich vorstellen. Ich finde überhaupt toll, dass Sie heute hier sind. Ihre Mutter hat heute Geburtstag. Heute hat sie Geburtstag. Meine Schwester, diese Beste, die Eva, hat eine große Party mit Merv Griffin heute gegeben. Oh. Nicht gewartet für uns, ein Tag. Wo ist die Party? In Palm Springs. Ah ja. Darf ich fragen, wie alt die Mama wird? Ja, die ist 92 Jahre alt und die schwimmt jeden Tag. Die hat einen neuen Liebhaber, der ist nur 75, aber das ist die Wahrheit. Er hat sogar einen Rolls-Royce und ist, also meine Mutter ist wunderschön und sehr gescheit. Noch so gescheit, wie sie immer war. Wann geht's für Sie zurück nach Amerika? Morgen früh. Morgen. Ich muss hier arbeiten, Chicago Donnerstag und Palm Springs muss ich mein Pferde reiten Freitag. Freitag und dann werde ich mich totschießen. Ich kann so viel, kann ich gar nicht tun, aber ich kann schon. Haben Sie es noch nötig zu arbeiten oder sind Sie saniert? Also ich habe immer nötig zu arbeiten. Ich habe hier so viele Tiere und die essen alle. Und auch, natürlich, man muss arbeiten. Weißt du, wenn du nicht mehr arbeitest, dann bist du schon tot. Sie arbeiten also zum Spaß, ja? Nein, ich arbeite für das Geld. Bist du verrückt vielleicht? Wie ist das denn, wo leben Sie, in einer Villa, oder? Wir leben in einem wunderschönen Howard Hughes Haus in Bel Air. Dann haben wir ein Haus in Palm Beach, dann haben wir einen großen Ranch in Simi Valley und dann habe ich noch ein Haus in Beverly Hills. Das muss ich alles erhalten. Ja, wie hoch sind da die laufenden Kosten so? Was sagst du? Die laufenden Kosten, also was kostet das so im Monat? Zu viel, zu viel. Ja?
Aber ich tue es schon machen und er hilft mir. Sie steuern sowas bei. Haben Sie getrennte Kasse? Aber natürlich getrennte Kasse. Er muss was zahlen und ich muss was zahlen. Und Sie haben ja auch noch ein Schloss, ne? In den neuen Bundesländern. Bald, bald. Da gibt es auch noch Zoff mit dem Besitzer, ist er noch drin? Gibt's noch eine, nein, wir haben eine Klage gegen die Stadt. Wir haben eine Klage laufen gegen die Stadt Ballenstedt, das Schloss bekommen wir. Ja. Wir haben die Verträge und die müssen nur eingeklagt werden und der Richter muss einen Spruch machen und dann sind die Schlösser uns. Meine Mutter hat mich angerufen, unlängst zum Palm, sie das ganze Nacht habe ich getan, wer will dieses Schloss erhalten, das kostet ja so viel, du brauchst ja gar nicht ein Schloss, hat sie mir gesagt. Aber Sie wollen es trotzdem? Ich will es auf jeden Fall, ich habe es angepachtet für 70 Jahre und ich will es, ne? Aber wir müssen halt nur nicht. Den Gerichtsweg gehen. Sie möchten es nicht. Was natürlich will ich für ein Schloss in Deutschland machen? Ja. Gibt es noch Zoff über das Schloss? Zoff in Beverly Hills? Gibt es noch Ärger? Na, wir tun uns immer ärgern, natürlich, aber nicht sehr. Wir tun sehr hard, you say, we fight, but we make up. Das ist wunderbar. Ja. Man schlägt sich, aber hinterher ist es Make-up. Man muss es, sonst kann man ja keine gute Ehe haben. Wunderbar. Wann geht's morgen los? Wann geht die Maschine? Um 5 Uhr in the morning muss ich aufstehen. Aufstehen. Und dann? Und dann um 7 Uhr geht die Maschine nach Amerika. Und dann sind wir da um 2 Uhr Nachmittag in Hollywood schon. Es ist nämlich 9 Stunden Unterschied. Ja, Zeitunterschied. Fantastisch. Vielen Dank für den Besuch. Ja? Du bist entzückend, lieb, und ich habe dich sehr gern. Und wenn du diesen Trottel einmal triffst in München, musst du ihm schon sagen, ich habe ihn nicht gern. Okay, richtig aus. Ja, vielen Dank und guten Flug. Dankeschön. Ciao. Lass mich nur hier. Ja, tschüss. Sascha Gabor und der Prinz von Anhalt. Auflegen, ne? Ciao. Columbus entdeckt Amerika, Folge 3487, Backenstreiche, ein Backbord. Heute vor 500 Jahren. Soeben hatte Columbus ein Telegramm der spanischen Königin erhalten. Na du alter Fauberstdopp, ich meine natürlich Seeberstdopp. Wenn du schon nicht Amerika entdeckst, dann komm doch nach Hause und entdecke meinen Körperstdopp. Mit freundlichen Grüßen, deine kleine Isabella-Schlampe. Plötzlich ertönte eine Verkehrsdurchsage. Stau in der Beringstraße. Blitzschnell reagierte Columbus. Wir nehmen die U14. Nein, lieber die U15, entgegnete sein Steuermann. Oder die U18 und dann über die A59 über das Mörsenbrucher Ei zum Ei des Columbus. Versäumen Sie deshalb nicht, wenn es wieder heißt, Columbus entdeckt Amerika. Folge 3488, Baby an Bord. Meine Damen und Herren, Sie wissen es schon. Tradition bei uns gehört es, dass wir unsere Oma auf Händen tragen. Das müssen nicht immer die eigenen sein. Auch heute heißt es wieder, wir überraschen unsere Oma Sharif. Unsere Oma kriegt jetzt jede Menge Liebe. Unsere Oma wird erfreut von uns verwöhnt. Oma, wie geht's? Ich bin auch da, ne? Immer wieder ich vergessen. Hallo. Mein Liebchen. Ja. Wie geht's, Oma? Gut? Danke, meine danke. Oma. Es geht mir prima. Heute haben wir wieder gedacht, wir machen dir eine Freude. Wir wollten erst einen Imitator einladen. Der ist dann leider krank geworden. Dann haben wir ganz schnell was anderes für dich eingeladen. Ja. Und zwar einen kräftigen, knackigen jungen Mann, der jetzt hier ein bisschen für dich posen wird. So heißt das. Ja, prima. Richtig so. Hier ist für dich Bodybuilder Mats. Harald! Welche Überraschung! Unsere Welt mit Peer Thier. Hallo, heute wollen wir nachdenken über unsere Welt. Was wäre unsere Welt ohne ein E, nur eine Welt? Schade. Sie sahen unsere Welt mit Peer Thier. Sehr
Erfolgreich, meine Damen und Herren, sind die streng wissenschaftlichen Gesundheitstipps, die es regelmäßig bei uns zu sehen gibt. Und wir wissen, dass... Hast du auch Probleme so mit den Gelenken und so? Nein, ich bin topfit. Du bist topfit? Ja. Aber trotzdem solltest du mir diesen Beitrag anschauen, der jetzt kommt. Nein. Für alle Herrscher. Möchtest du nicht sehen? Nein. Dann schau bitte gegen die Wand. Ja? Für Sie, meine Damen und Herren, ein Beitrag zum Thema der Herbst naht. Der Herbst ist da. Die kühle und feuchte Jahreszeit bringt wieder Beschwerden für Knochen und Gelenke. Frühzeitige Verkalkung macht jede Bewegung zur Qual. Doch das muss nicht länger so bleiben. Denn jetzt gibt es Probier du's mal. Das Wundermittel direkt von Mutter Natur. Probier du's mal aktiviert den körpereigenen Bewegungsablauf und beschäftigt ihn fünfmal so lange wie herkömmliche Schmerzmittel. Probier du's mal hält Ihre Finger jung und Ihre Gelenke in Bewegung. Und immer dran denken, Medikamente gehören nicht in die Hände von Kindern. Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Hallo? Gibt auch, probier du es mal für den Mund. Ja? Ja. Wieso? Ach, mach ruhig weiter. Ich hab jetzt Gags, die im Sand enden, unsere neue Rubrik. Und ja. Wir alle von unserem Chefautor Herbert Feuerstein. Es gibt kaum so viel Post zu einzelnen Themen wie zum Thema Gabi aus Bad Salzwedford, ja. Bärbel Volle, Jürgen Ott aus Reichenberg in Bayern, Jörg Rastorf aus Ulm und Ralf Sesterhen aus Mönchengladbach, alle schreiben, dass sie glauben, dass es Gabi gar nicht wirklich gibt und dass die Leserbriefe von uns getürkt sind. Das ist falsch. Und wir wollen einmal beweisen, dass es Gabi wirklich gibt. Deswegen haben wir sie eingeladen. Herzlich willkommen, Gabi aus Bad Salzstedt. Hallöchen. Kann kein Stuhl, ne? Doch, natürlich. Gabi. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat mit dir. Du hast ja... Geht's? Okay. Ich film das mal, ja. Du hast ja wahnsinnig viel zu tun. Und was ist das eigentlich für ein Gefühl, dass du angezweifelt wirst, dass man meint, es gibt dich gar nicht wirklich und dass die Leserbriefe für dich getürkt sind? Man sieht ja hier, du siehst toll aus, du bist eine Frau, die voll im Leben steht. Ärgert einen sowas? Okay, Gabi, dann würde ich sagen, danke, dass du hier warst. Ich bringe dich gerade noch zur Tür. Meine Damen und Herren, Gabi aus Bad Salzstedt. Was für eine Frau, hä? Ja. Wahnsinn. Hast du gemerkt, dass es nicht geklappt hat, der Gag? Weil ich war zu spät an der Tür. Weißt du, bei James Stewart mit meinem Freund Harvey, wo wir das rausgeklaut haben, da hat es besser geklappt. Guck mal, dieser Brief. Welcher Brief? Den die Gabi da gelassen hat. Ach, dieser Brief von Gabi aus Bad Salzstedt. Gabi aus Bad Salzstedt hat einen Brief hier gelassen und sie schreibt und sag mal, was geht eigentlich euch bei der Sendung so? Nee, was geht eigentlich bei euch so nach der Sendung ab? Da scheint ja tierisch die Post abzugehen. Klar, Gabi, das ist große Welt, das ist Showgeschäft, L.A., Hollywood und so weiter. Da ist schon schwer was los hinterher. Und wir haben das für dich mal auf einer kleinen Videokassette festgehalten. Du Feuerstein, wenn du dann da hinten fertig bist, dann kannst du hier auch ein bisschen sauber machen, weißt du? Da bin ich noch lange, lange nicht fertig. Ja, aber das ist wichtiger. Ich sitze nach der Sendung nicht so gerne im Schmutz. Das weißt du doch. Die Zuschauer sind wirklich Schweine. Hey, da hat jemand 2 Mark vergessen. Ah ja, Geld, was gefunden wird, gehört ja mir. Ja. Wieso? Du hast doch letztes Mal Geld gehabt. Geld ist immer das meins. Das ist meins. Mach auch bald Feierabend. Jetzt hast du wieder das Glas kaputt gemacht. Langsam gar nicht. Du bist mit den Nerven so kaputt. Ich geh heim. Wer räumt jetzt? Mach auch bald Feierabend. Hey! Es ist doch erstaunlich, dass jetzt nach jeder Sendung unglaublich viele Leute das würde dein Getränk warten, um Autogramme zu haben, nicht? Man ist dir recht froh, wenn es mal nicht ganz so viele sind. Ich möchte meine Ruhe. Ich hab genug. Bist du soweit? Ja, ich muss nur noch aufs Rad aufsteigen. Du schuldest mir übrigens noch 1 Mark, ne? 2. Nee, letztes Mal war es 1 Mark. Nee, es war abgemacht, das Geld, was hinterher gefunden wird, gehört mir. Ja, nicht immer das Ganze. Doch. Ja, dann schuldest du mir 2 Mark, dann gibst du es also zu. Mach's gut. Ciao, Feuerstein. Du, ciao, bis nächste Woche. Und
Unser nächster musikalischer Gast kommt aus London. Eine junge Künstlerin, die jetzt ihre erste LP rausgebracht hat. Schauspielerin, Sängerin, schreibt alle Texte selbst. Ist in den Charts ganz steil auf dem Weg nach oben. Heute feiert sie bei uns ihre, sage ich das eigentlich immer, ist auf den Charts steil nach oben, Frau Eschein? Nee. Ja, jedes Mal. Nein. Ich filme es mal, nächstes Mal, dann, wenn man das wieder... Aber hier stimmt es wirklich. Und wir sind sehr stolz, dass sie ihre Fernsehpremiere heute bei uns feiert. Hier ist mit dem Titel Sing Vivian McCone.